Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei Oldtimer, zurück bei unseren Lapis-Automobilen. Und ich habe mir gerade mal hier die Statistiken angeschaut für München, für die Verkaufsstelle. Und ich sehe hier einen dramatischen Einbruch bei den Verkäufen. Hat das möglicherweise mit der Reduktion hier unseres Werbeetats zu tun? Hatten wir kürzlich auf 200 reduziert, aber es kann doch nicht sein, oder? Wir werden jetzt mal, ich werde es mal spaßenshalber nochmal kurz wieder auf 300 erhöhen und dann beobachten wir mal, was hier los ist. Was ich auch noch gedacht habe, ich habe nochmal nach einer Karosse angefragt für Mittelklassebereich. Vielleicht hatte ich ja da irgendwie einen Fehler gemacht, war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und ich werde auch gleich mal eine Karosse Luxus anfragen, komplett offen. Das gibt es nicht. Okay, und gibt es dann geschlossen was? Vermutlich auch nicht, ne? Ne, auch nicht. Na gut, dann warten wir. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht kommt ja eine Info. Oh, verdammt. Ich habe die Bestellung verpennt. Oh, wie schrecklich, Leute. Das ist übel. Das müssen wir natürlich unbedingt machen. Wir werden gleich wieder 30 bestellen. In ein paar Tagen sollten die aber da sein. Hier, den muss ich erstmal wieder rauswerfen, weil eigentlich wollten wir das... Halt, nein. Welchen wollten... Nein, ich habe den falschen bestellt. Das, jetzt bin ich ja völlig durcheinander gekommen. Der muss weg. So, den brauchen wir. Und das Fahrwerk. So, alles klar. Jetzt ist es wieder richtig. Genau, das hatte ich hier eingeloggt, weil ich ja irgendwie auf das... Warte mal. Warum zeigt er mir denn nur das eine jetzt an? Das verstehe ich nicht. Nur, ach so, weil wir das verworfen haben, kann ich das auch nicht mehr hier einloggen. Okay, da haben wir aber die beiden Modelle, die verfügbar sind. Hm. Wenn ich hier raufgehe, ändert sich nichts. Hm, okay. Na gut, wir gucken mal, ob er sich nochmal meldet. Ja, es sind Angebote eingetroffen. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ob da was Neues dabei ist. Ah, schaut mal. Doch, es ist was Neues dabei. Sehr gut. Das heißt... Wir können jetzt hier, Manchester heißt das Ding, möglicherweise basierend auf Manchester ein neues, jetzt endlich einen neuen Prototypen entwickeln. Das, was wir die ganze Zeit wollten. Gucken wir mal, die Karosse müsste jetzt hier auch verfügbar sein. Ja, möglicherweise habe ich da nicht richtig die Anfrage gestellt. So, 330. Achso, was hat das denn für Daten? Offen, sehr gut, okay. So, Fahrwerk. Nehmen wir dann auch das 10 PS Fahrwerk und jetzt nehmen wir den etwas stärkeren Motor. Genau, 8 PS. So, damit sind natürlich die Teilekosten höher. Ausstattung gibt es nichts Neues, aber auch hier nehmen wir 3 Gänge und Technik 46 Kilometer pro Stunde fährt das Ding schon. Alles klar, das ist ein wahrlich schöner Vertreter eines Lapis C. Wir sind im Jahr 98, glaube ich, ne? C98. Okay, gucken wir uns das mal an. Ja, wir sind 98. Gut, prima. Dann bin ich mal gespannt. Warten wir, bis die Fabrik zu Ende gebaut ist. Und dann werden wir unser neues Auto hier auf die Spur bringen. Und jetzt werden wir vorsichtig sein mit der Einrichtung von Fertigungsstätten. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir jetzt hier verkauft. Also 10. Wow. Und 4,4. Das ist gut. Hm. Hat es jetzt wirklich an der Werbung gelegen? Wir gucken uns das nochmal an. Verkaufsmonate. Warum ist... Das stimmt doch hier nicht. Ich habe doch vorher nicht mehr als hier 14 oder sowas verkauft. Diese Zahlen sind auch merkwürdig. 140, 14, Monatsverkäufe im Jahr.
Bin mir nicht ganz sicher, wie das zu interpretieren ist. Hier steht 4. Warum 4? Oder haben wir jetzt in Hamburg so viel verkauft? Hier steht auch 4. Ach so, das waren 2x4. Ah, wartet mal. Der erste Verkauf, jetzt kapiere ich das. Der erste Verkauf ist immer aus den Filialen. Der zweite und der erste sind allgemeine Händler. Das heißt, die Filialen sind gar nicht so gewinnträchtig, so wie es aussieht. Und für den ersten Verkauf haben wir auch keine Rabatte. Könnte das sein? Ah, das ändert jetzt die Lage ja doch um einiges. Okay, kurz den Lagerbestand checken. Alles klar. 48 von den Kleinwagen haben wir noch. 38. Jetzt achte ich mal direkt da drauf. Also offene Bestellungen. So, wir sehen Filialen in Deutschland und hier auf der anderen Seite Händler aus Deutschland. Okay, das sind vermutlich unsere Filialen. Die werden nicht... Aber schaut mal, hier haben wir doch unterschiedliche Preise. Filialen, Händler. Ah. Händler, das sind sozusagen die Großhändler. Das sind die beiden Filialen. Das heißt, die beiden Filialen haben jetzt gleichgezogen, wenn ich das richtig sehe. Na gut, aber auf jeden Fall läuft der Verkauf jetzt langsam aber sicher an. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt hier auf die Fertigstellung der Halle. Müssen aber wieder nachordern. Wir bleiben erstmal bei dem 30er-Prinzip. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt die richtigen Bauteile... Das ist ein bisschen doof, dass das nicht gut sortiert ist. Dass das hier so durcheinander ist. Okay. 30. Gut. Fertigung ist noch nicht durch. Wir gucken uns unsere Bilanzen... Nee, unsere Bestellung an. 4 und 3 und... Das war's. Jetzt gar keine Händler mehr. Bricht der Verkauf jetzt langsam ein? Ich bin entsetzt, Leute. So darf das nicht weitergehen. Okay, die Halle ist fertiggestellt. Tja, dann würde ich mal sagen, versuchen wir hier eine neue Fertigung zu etablieren. Nämlich den C98. Und zwar gibt es hier schon was Neues. Nee, manuell 1. Okay. Also. Jetzt werden wir nicht so übertrieben agieren. So, wartet mal. Das sind 26 Stück. Ich würde sagen, das Ding wird ja auch teurer werden. Ich würde mal sagen, wir orientieren das so, dass wir im Moment nur 14 Stück im Monat und darf bauen und dafür brauchen wir 70 Facharbeiter. Okay. Hier soll das reinproduziert werden. Ja. So, was wir natürlich jetzt brauchen, ist, wir brauchen diesen... Da haben wir den C98. Das Fahrwerk wird das gleiche sein. Wir brauchen sozusagen jetzt nur einen anderen Motor. Nämlich diesen hier. So, und jetzt ist die Frage... Jetzt müssen wir das mit der Bestellung irgendwie ganz gut koordinieren. Lassen wir es erstmal anlaufen. Bestellen wir erstmal nur 15. Und von dem Motor auch 15. Und, ach so, ich muss da jetzt noch Arbeiter einstellen. Und wartet mal, was wird doppelt genutzt? Das Fahrwerk. Dann kommen da auch nochmal 15 erstmal dazu. So, wir sind ja auch noch nicht am Monatsende. 21. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel brauchen wir? Ach, der Umbau dauert ja auch noch. Wir brauchten 70. Ne, wisst ihr was? Die 70 stellen wir dann erst ein
in 25 Tagen, wenn der Umbau abgeschlossen ist. Manchester ist in 30 Tage lang nicht lieferbar. Na, großartig. Dann brauchen wir auch nicht mit der Produktion beginnen. So, dann gucken wir kurz hier rein. Okay, das sind wieder Händler und hier haben wir die Filialen. Okay, wir verkaufen jetzt in beiden Filialen 4. Also die haben jetzt gleich gezogen, würde ich mal sagen. Möglicherweise ist das der günstigere Preis, der jetzt hier reinhaut. Ich gehe wieder runter auf 200, nachdem ich kapiert habe, dass das nicht so eine große Rolle spielt, weil das andere sind Händlerbestellungen. Gut, Personal noch nicht, aber was wir jetzt natürlich schon mal machen können, wir setzen jetzt unser zweites Auto hier rein, den C98. Und jetzt natürlich eine spannende Frage. Wie teuer machen wir das denn? Also der ist jetzt nicht so viel teuer in der Produktion. Aber mit den anderen haben wir jetzt für 2250, machen wir mal 3000 für ganz Deutschland. Und die Rabatte, die hatten wir hier noch. Werbung. Warte mal, wir bauen jetzt doch ein bisschen die Werbung aus, wo wir jetzt mit einem neuen Auto rauskommen. Machen wir in Hamburg. Ach, da haben wir schon 300. Na gut. Dann wollen wir mal schauen. Der Rabatt müsste hier auch geblieben sein, ja. Ich gehe mal hier runter, auch auf 20. So. Wie sieht es aus mit dem anderen Auto? Haben wir da noch genug im Lager? Nee, auch da müssen wir nachbestellen. Haben wir die Kohle dafür jetzt wie der normale unser 30? Ja, die haben wir. Dann machen wir das. Darf hier echt nicht durcheinander kommen. So, dann das Fahrwerk. Und das ist die Karosse. So. Alles klar. Was jetzt nur fehlt, ist die Karosse da von Manchester. Umbauarbeitend abgeschlossen. Jetzt kann das Personal starten, aber Manchester ist ja nicht da, oder? Nee. Das müsste aber demnächst kommen. Ich würde sagen, wir machen nochmal weiter. Oder wir stellen jetzt das Personal ein. Ich würde sagen, es ist ineffizient. Allerdings dauert das auch ein bisschen, ehe der das gefunden hat, das Personal. Ach kommt, die paar Tage Personal einstellen. Fachkräfte 70. So, jetzt wird es vermutlich teuer. Jetzt müssen wir gut verkaufen, Leute. Jetzt haben wir kaum noch Geld. Achso, wir müssen das Personal hier auch noch arbeiten lassen. Wie? Warte mal, wieso hat er nur 20? Könnte es sein, dass hier möglicherweise kein ausreichendes Personal verfügbar ist? Gehen wir mal kurz hier rein. Müssen wir möglicherweise den Lohn ein bisschen erhöhen? Versuchen wir das mal. Sieht man hier, wie viel 110 haben wir? Ja, wir haben nur 20, aber ich habe doch 70 eingestellt, oder? Hat er mir da irgendwas erzählt, was ich nicht mitbekommen habe? Ich will noch 40 haben, ja. Möglicherweise habe ich mich vertippt oder so. Alles möglich. Dann gucken wir mal weiter. Aha. Jetzt haben wir sie. Okay, sehr gut. Nein! Okay, ich habe mich doch nicht vertippt. Er hatte bloß noch... Naja, gut. Wir könnten jetzt die 40 wieder hier dem anderen zugeben, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen mehr verkaufen können. Oder wir schmeißen sie wieder raus. Ich meine, das passt gerade so gut, ne? Kommt, lass mal die drin. Bloß, da muss ich auch wieder den Teileverkauf erhöhen. Ach, ist das alles schwierig. 30. Was verkaufen wir denn jetzt?
Boah, was geht denn hier ab? Die C-Klasse wird ja gekauft wie Bolle. 10 davon? Boah, der wird bestellt wie Bolle. 18 davon? Ich werde verrückt, Leute. Die fahren total auf dieses Ding ab. Okay, wir haben völlig falsche Prioritäten gesetzt. Wir müssen die Produktion hier total erweitern. Wie machen wir das? Information erweitern. Ist nochmal 25 Tage außer Betrieb. Durch die Erweiterung, ja. Tja, hätten wir das gewusst? Ach, naja. Gut. Und wir werden vermutlich die andere dann reduzieren mit den Arbeitern. Oh, das wird jetzt teuer. Ich glaube, brauchen noch ein bisschen Kredit. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Kredit. Der Rest kann, glaube ich, erstmal arbeiten. Bloß hier fehlt es natürlich. So, wir haben kein Bargeld mehr. Okay, hilft nichts. Wir müssen nochmal hin zur Bank. Vielleicht können wir den Kreditrahmen ändern. Auf 120.000 Mal anfragen. Was wäre dann möglich? 95.000. Aber nee, schöpfen das ja noch gar nicht aus. Er hat jetzt auch den Zinssatz erhöht. Nö, machen wir nicht. Aber wir holen uns sowas. Und zwar nochmal 20.000. Das müsste eigentlich reichen, oder? Okay, die Umbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Ich hoffe, jetzt ist auch endlich das alles da, was wir brauchen zur Produktion hier von dem Lapis. Sieht ganz gut aus. Dann warten wir nochmal den Monat ab. Beziehungsweise jetzt werden wir hier die Arbeiterschaft wieder reduzieren. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir da unten? Insgesamt, ach so, das heißt, wir brauchen eigentlich 60. Genau. So passt das. Wir gehen hier auf 70 und gehen dann hier hoch. Und dann machen wir auch noch schnelle Produktion, damit die hier ordentlichen Zahn zulegen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier die Bestellung bedienen können oder erst im nächsten Jahr. 4 konnten wir schon mal verkaufen und der andere wird überhaupt nicht mehr geordert. 3 noch davon und das können wir nicht bedienen. 18. Oh Gott, wir können so viel Geld verdienen. Hier sind nochmal 7 und 19. Leute, das geht ja jetzt ab wie Schmidts Katze. Oh Gott. Die reißen uns dieses Auto aus den Händen. So, jetzt haben wir mal Dezember erreicht. Also wir sehen, wir haben unseren Umsatz doch deutlich erhöht. Von 190 auf 303.000. Das ist erfreulich. Die erfolgreichsten Automobile waren natürlich A96, klar. Die besten Verkaufsstellen. Hamburg holt auf. Bankverbindlichkeiten sind gestiegen, aber das kriegen wir hin. Monatszinsen 800. Vermögensaufstellung, das werden wir gleich sehen. Nochmal bei der, ob das genügt, beziehungsweise wir können mal reingucken. 309.000 Firmenwert. Vielleicht sind wir jetzt schon bei den Steigern dabei, denn das wird jetzt gleich prämiert. So. Aber wir haben 47.000, wir müssen, glaube ich, bestellen, oder? Genau, wir brauchen definitiv 4 von 30. Wohl. Die Produktion, ja, bestellen wir trotzdem mal 30. Von Manchester. Stellen wir jetzt auch 30. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Das Fahrwerk, da brauchen wir deutlich mehr. Aber ich bestelle jetzt mal hier von die 30. Dann nehmen wir mal 60. So, sind wir jetzt pleite? Das geht alles noch sehr gut. Okay, Leute, dann Jahreswechsel. Schauen wir mal die Kühe. Na. Aufsteiger des Jahres, genau, darum geht es. Max Motor kommt, ist schon wieder vorne mit 51%.
Und wir sind nicht dabei. Nicht unter den Top 3. Aber das wird sich jetzt ändern. Meine ganze Hoffnung ruht auf unserem großartigen neuen Modell. Wir müssen... Oh, wir haben Bargeldmangel. Aber vielleicht haben wir schon was gebaut, dass wir... Ja, wir können... Okay. Wir konnten 6 verkaufen. Das sollte uns ein bisschen Bargeld gebracht haben. Ich hoffe, die Bestellungen können ausgeführt werden. Lieferprobleme. Auch das noch. 14 Tage. Das ist doch nicht zu fassen. Wir haben nichts mehr von dem C98. Leute, wir müssen nochmal zur Bank. Hilft nichts. Jetzt ist der Moment. Jetzt muss Geld geholt werden. Geld abheben. Wir haben noch 28.000. Kommt. Nochmal 20.000 brauchen wir jetzt. Okay, wir konnten erstmal alles kaufen und jetzt müssen wir Geld verdienen, Leute. Okay, der A. Die gehen natürlich vor, weil die keine Rabatte haben, oder? Doch, die haben auch Rabatt. So, das war's aber. Oh Gott, wir können so viel verkaufen. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie viele Autos wir verkaufen können. Bloß wir liefern nicht. Wir müssen bald eine große Fabrik vielleicht bauen. Also wenn wir Geld haben, sollten wir als nächstes eine große Fabrik kaufen. Aber erstmal müssen wir hier unser Lager... So, warte mal. Also, das reicht. Das reicht alles, würde ich sagen, für den nächsten Monat. Wir brauchen nichts reinkaufen. Wir wollen jetzt nur Geld verdienen. Verdammt, Bestellungen wurden storniert. Ich fasse es nicht. Wie frustriert ist das denn? Das muss man auch noch beachten, dass man die Ältesten dann zuerst macht. Sind die Ältesten hinten? 31. Dezember, 28. Februar, 31. Dezember, 31. Januar, Februar. Okay, das heißt, die Dezemberbestellungen müssen zuerst. Okay, eine Sache war noch Dezember. Hier. Gut, dann jetzt noch die A-Klasse. Die können wir leider noch nicht. Okay. Puh. Gut, Leute. So, wir haben 91.000. Also, um das zu professionalisieren, bräuchten wir ein neues Lager vermutlich. Wobei eigentlich vor allem eine neue, größere Fertigungsstätte, oder? Könnte die Fertigung umziehen. Nee, warte mal. Halle bauen. Wir gucken mal kurz, wie teuer die ist. Eine größere Fertigungshalle. 78.000. Da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich, weil wir müssen jetzt wieder Teile bestellen. Also. Das ist der kleine. Da haben wir wieder 67. Ja, das ist aber okay. Ich bestelle aber hier mal nur 20. Für den kleinen. Manchester Fabric. Okay, da. Ich gehe jetzt mal auf 40 hier. Fahrwerk. 50. So, diesmal müssen wir aber das Geld dafür haben, sodass wir ordentlich produzieren können. Wie viel bauen wir jetzt eigentlich von dem C98? Wir bauen 23 Stück. Und wir haben gesehen, der Bedarf ist viel höher. So. 31. März. Ah, schon wieder Bestellungen storniert. Aber was wir auch für Ausgaben jetzt haben, ne? Aber kommt. Kommen ja immer neue Bestellungen hoffentlich rein. Nicht, dass die sauer sind. So, wir gucken mal. Januar werden wir auf jeden Fall jetzt begleichen. Erstmal alle Januar-Bestellungen raus und alle A-Klasse. Januar-Bestellung gibt es hier nochmal. Das ist Februar. Damit sind wir durch. Dann kommen jetzt die Februar-Bestellungen dran. Okay, das war's. Gut.
Damit haben wir knapp 100.000. Würde ich doch glatt mal sagen. Obwohl, wenn wir diese hohen Abzüge haben bei den Bestellungen, die Frage ist, reicht das in diesem Monat, was wir hier haben? Verbrauch, Manchester, reicht schon nicht. Wir müssen nachbestellen. Aber vielleicht bestellen wir nicht so viel nach, sondern investieren tatsächlich in eine größere Fertigungsanlage. Die benötigen wir jetzt, haben wir gesehen. Okay, liebe Leute, wir machen an dieser Stelle mal Schluss und sehen uns auf jeden Fall noch in einem weiteren Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.